The Odd Gentleman. Powered by Unreal Technology. King's West, Sierra und Sierra mit Bergdesign sind Warenzeichen von Activision Blood. Beliebig klicken, um fortzufahren. Die Spielspeicher normal schaltet es nicht aus, wenn dieses Symbol blinkt. Okay. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich muss hier nur kurz den Spielstand wechseln, weil ich das schon mal angespielt habe, um zu gucken, wie es ist. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir King's Quest, den neuen Teil, ein Remake, eine Neuauflage könnte man sagen, und ich bin sehr gespannt, also ich habe es ein bisschen angezockt und ich freue mich riesig auf dieses Spiel. Ich weiß es nicht, ich glaube, es gab jetzt einen Patch, aber ich glaube, es fängt immer noch so komisch an. Auf jeden Fall sehen wir hier im Hintergrund den Opa von der Gwendoline, wenn mich alles täuscht, und die Gwendoline, die bekommt jetzt eine Geschichte zu erzählen. Also der Opa erzählt eine Geschichte von sich und wir spielen diese Geschichte. Das Spiel kommt in mehreren Kapiteln raus, wie ihr seht. Demnächst erhält dich, demnächst erhält dich, demnächst erhält dich, demnächst erhält dich. Und das erste Kapitel können wir aber schon spielen. Und deswegen würde ich gar nicht viel sagen. Okay, hier sieht man sogar einen Unterschied. Das ist der Opa und hier ist der Akteur, den wir da spielen. Und der verändert sich pro Kapitel. Im letzten Kapitel ist er dann alt. Im vierten nicht so alt. Und er wird pro Kapitel immer älter, wie wir hier schon erkennen können. Und es sind einfach Abenteuer von dem Opa, die er jetzt der Gwendoline erzählt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und gucken es uns an. Und wie vermutet, er sagt immer noch nichts dazu. Also wir starten hier ganz einfach. Es ist kein Point-and-Click-Adventure. Wobei Sierra ja eher so Point-and-Click und sowas ist. Aber ich finde es schon cool mit den Rauchwolken in den Füßen. Inventar haben wir auf Tab. Momentan nichts drin, ist ja klar. Und wir können dann mit gewissen Gegenständen interagieren. Ich laufe jetzt einfach mal vor, um gar nicht viel zu reden. Gehen wir jetzt einfach mal vor, gucken uns den ganzen Krimskrams an und ihr seht schon, Leertaste gucken, wir gucken einfach mal rein. So, und das hat mich am Anfang irritiert. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ob das noch implementiert wird. Auf jeden Fall guckt er einfach nur rein und sagt nichts. Später ist eine Sprachausgabe vorhanden, aber am Anfang sagt er einfach nichts und deswegen... Ja, ich bin einfach davon ausgegangen, ich gehe jetzt einfach mal an die Kurbel und lass mal den Eimer runter. Mit S. Also es sind immer so, wie nennt man die Events, so Action-Button-Events oder sowas sind hier immer vorhanden. Und jetzt sehen wir auch, es hat sich vom Gucken zum Benutzen verändert. Wir haben jetzt eine Hand unten bei Leertaste und das heißt, wir benutzen es einfach und steigen den Brunnen hinunter. Macht er auch ganz alleine? Ne, macht er nicht. Hier dürfen wir wieder eingreifen. Und ich war seit Jahren nicht dort gewesen. Doch es war der letzte Ort, wo ich suchen konnte. So, und da haben wir die Sprachausgabe gehört. Und es ist der alte Opa, der jetzt als Erzähler fungiert und der Gwendoline die Geschichte erzählt. Und wir sozusagen währenddessen spielen können. Und hier haben wir irgendwas zum Angucken. Wir gucken jetzt einfach mal. Die verlorenen Wünsche waren nicht, was ich suchte. Es ist auch ein bisschen so lustig gemacht, dass er die Geschichte erzählt und wenn wir was Falsches machen oder so, erzählt das. Also wir werden die Situation noch sehen. Wir gehen auf jeden Fall mal, wir gucken mal die Matratze an. Weiß der Geil, warum hier im Brunnen auch eine Matratze liegt. Und das hat mich so ein bisschen hier an Alice im Wunderland erinnert oder an King's Quest 7. In King's Quest 7 am Anfang, da gibt es so einen kleinen Hasen. Der hat so ein Tauschgeschäft und der hat auch so eine kleine Tür. Das hat mich so ein bisschen dran erinnert, aber wir gehen jetzt einfach mal da rein und gucken, was so abgeht.
grafisch her muss man sagen, sieht echt cool aus. Also es macht mir auch sehr Spaß. Trotzdem so der Comic-Stil, im Comic-Stil gehalten. Aber so grafisch macht es echt was her, finde ich. Es war nicht ganz so wie in meiner Erinnerung, aber auch nicht allzu anders. Und wie gesagt, immer der Sprecher so ein bisschen nebenher. So, wir können jetzt hier gucken. Schöne Wasserfälle, auch schön mit dem Ding unten dran. Und hier, okay, er springt einfach alleine drüber. Wir laufen jetzt einfach mal entlang und gucken, was diese Höhle uns für eine Aufgabe gibt. Was eigentlich unser Sinn ist, dass wir überhaupt hier sind. So. Zwei seltsame Vorrichtungen hüteten den Schatz. Ich musste eine auslösen und abwarten. So, ich weiß jetzt nicht mehr, welches die richtige war. Ich nehme jetzt einfach mal die linke. Und das wäre passiert, wenn ich den linken Schalter betätigt hätte. Aber da ich diese Geschichte erzählen kann, weißt du bereits, welchen ich nahm. Und das seht ihr, diese Aufmachung, also wenn wir einen Fehler machen, wenn wir quasi sterben, überspielt ihr das ein bisschen mit der Geschichte und wir können direkt an dieser Stelle wieder einsteigen. Wobei mich ja interessiert wird, ich gucke jetzt einfach mal hier. Ich entschied mich gegen ein Nickerchen, obwohl das Bett wirklich gemütlich und einladend aussah. Okay, ich würde mal interessieren, wenn ich jetzt nochmal hier benutze, aber das gleiche nochmal sagen. Einfach nur testweise. Tut mir leid, wenn euch das jetzt und stört. Und das wäre passiert, okay, wenn ich... Er sagt nichts anderes. Und wir nehmen dann natürlich den rechten Hebel. Und öffnen da hinten die Tür und laufen da einfach mal hin. Ich frage mich auch, warum hier überall Betten und Matratzen rumliegen, aber... Ja, in solchen Adventures ist immer viel, was man sich fragen mag. Und hier können wir wieder gucken. Wir gucken die einfach Höhle mal hin. War vollgepackt mit Eimern, Butterfässern und Betten. Der Anblick kam mir irgendwie vertraut vor. Hm. Als ob er schon mal hier gewesen wäre oder sowas. Sondern wir sehen hier irgendwas. Die Betten bewegen sich. Und es hört sich an wie ein Schnarchen. Und hier müsste ja dann irgendwas Böses schnarchen. Ich lege mich einfach mal ins Bett. So bequem das Bett auch war, es war der falsche Zeitpunkt, um dort zu verweilen. Okay, dann gehen wir halt einfach mal weiter. So, wir haben Moment hier verschiedene mal, Betten. Opa. An den Teil der Geschichte erinnere ich mich nicht. Betten, die von Stalaktiten hingen? Dazu kommen wir noch, Gwendolyn. Keine Sorge, also wo war ich? Ach ja, während ich den Fluss aus rumpelnden Betten durchschritt, fürchtete ich die Quelle dieses ohrenbetäubenden Windes zu kennen. Okay, also er kennt die Quelle wahrscheinlich schon. Wir laufen einfach mal hier weiter durch. Und gucken mal, was passiert. Hier links und rechts sieht es nicht interessant aus. Deswegen laufen wir einfach mal geradeaus weiter. Betten, die von Stalaktiten hängen, ist echt irgendwie komisch. Er guckt da links hoch. Aber das will ich nochmal gucken. Okay, wir kommen hier nicht mehr zurück. Okay, dann laufen wir weiter. Und es sollte hier jetzt irgendwie einen Hinweis geben. Okay. Die Brücke sieht auch sehr stabil aus, muss ich sagen. Aber irgendwie scheint sie unter einem schlummernden Haufen Zähne und Klauen lag... Der Zauberspiegel. Oh, an diesen Teil der Geschichte erinnerst du dich also? Ja, weil ich Drachen liebe. Möchtest du weiter erzählen? Ja. König Edward schickte mich, den besten Ritter von ganz Daventry, aus, um seinen gestohlenen Spiegel zurückzuholen. Nur ein gigantisches Untier von einem Drachen stand noch zwischen mir und und einem schicken neuen Hut in meiner Sammlung. Okay, also so wie es aussieht, haben wir die Aufgabe, den Zauberspiegel da unten zu holen. Unter diesem Drachen. Und ja, gucken wir einfach mal, wie wir da ein bisschen näher kommen. Weil er schläft ja momentan. Wenn wir uns leise anschleichen, können das eigentlich gut klappen. So, und so wie es aussieht, also hier ist ein Seil. Mit einem Pfeil oben festgemacht. Sieht aus, als ob hier schon mehrere Leute waren. So. Aber waren bedeutet nichts Gutes. Das heißt, die haben es wahrscheinlich nicht lebend geschafft, den Zauberspiegel zu holen. Und wir als beste Ritter von Daventry sind jetzt ausgeschickt worden, den Zauberspiegel zu holen. Wir wissen schon mal eins, wir werden überleben, weil wir erzählen ja die Geschichte gerade.
Also wird das schon irgendwie klappen? Jetzt gucke ich mal hier hoch. Was gibt's hier? Okay, ich gucke mir das mal an. Ich versuchte, die verrückte Vorrichtung zu bedienen, doch es fehlte ein Griff. Jemand hatte mir ein albernes Rätsel hinterlassen. Finde ich schön, wie er das jetzt so anspricht, weil im Prinzip bestehen ja solche Spiele aus Rätseln. So, können wir hier irgendwie ein Stuhlbein nehmen als Griff? Hier, das von dem Butterfass wäre doch auch gut als Griff. Oder wir legen uns einfach ins Bett. Wie ich sagte, für ein Nickerchen war keine Zeit. Oh, schade. Ich hatte gerade so Bock. Da sieht's doch... Aber bevor ich das jetzt nehme, gucke ich mich erstmal hier um. Unzählige alte Bücher mit unheilverkündenden Titeln stapelten sich in dem seltsamen Schlafzimmer. Grundkurs Drachen zähmen, die Bändigung scheußlicher Untiere, Zaubertricks, die Eindruck schinden. Allerdings keine Bücher über fehlende Griffe. Wäre auch zu schön gewesen. Kann ich hier irgendwie was anklicken? Oder mit Leertaste? Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir hier wieder raus und nehmen den Griff. Kann ich da auch hochklettern? Nee, anscheinend nicht. Aber da hoch müssen wir wahrscheinlich, sonst würde das ja da nicht hängen. Der fehlende Griff war also eine Falle? Was hast du gemacht? Tja, ich habe die Falle clever umgangen. Ja, ganz clever. Und mich dann clever versteckt. Okay, clever verstecken ist bestimmt im Bett. Ah, okay. Das heißt, einer, der zuvor hier war, hat eine Falle gestellt für den, der danach kommt, für den Drachen, oder was? Okay, der Drache hat einen Fall im Auge. Das heißt, er hat nur noch ein Auge. Das könnten wir vielleicht zu unserem Vorteil ausnutzen. Aber mal weiter gucken. Zum Glück bemerkte das halbblinde Untier mich nicht im Bett. Es muss schwer sein, direkt ins Auge eines Drachen zu treffen. Ich treffe ja nicht mal einen Heuballen. Ja, das vermögen nur geschickte Bogenschützen. Ja, aber der geschickte Bogenschütze hat es ja anscheinend nicht geschafft. So, jetzt reparieren wir mal hier das Ding. Ich versuchte, die verrückte Vorrichtung zu bedienen, doch es fehlte ein Griff. Jemand hatte mir ein albernes Rätsel hinterlassen. Womit hast du den kaputten Schalter repariert? Ja, mit dem Holzgriff. Okay, er benutzt das direkt, wenn ich das anklicke, oder wie? Alles klar. Es hätte ja auch nicht ohne den Griff funktioniert, nee. Ach, und davon wird der Drache jetzt nicht wach. Da fliegt so eine halbe Felswand runter, aber da pennt er weiter. Die Ketten des Drachen waren um einen riesigen Schalter an der Höhlenwand geschlungen. Okay. Jetzt mal hier diese gucken. Höhle schien voll gescheiterter Abenteuer zu sein. Abenteurer. Das ist eine Sprachfehler, diese oder? Höhle schien voll gescheiterter Abenteuer zu sein. Ach so, oder vollgescheiterter Abenteuer von den Abenteurern. Okay. Also wie gesagt, hier waren schon einige, wie wir schon gesehen haben, die anscheinend gestorben sind. So, das heißt, der Drache, der möchte sogar raus. Können wir den nicht einfach befreien und rausfliegen lassen? Dann können wir uns in Ruhe den Zauberspiegel holen. Das wäre doch auch eine Idee. So, wir gehen nach einem kurzen Sonnenbad fing der müde Drache wieder an zu schnarchen. Würde ich auch, wenn ich nur einen Spiegel als Freund hätte. Okay. So, wir gehen einfach mal hier runter. Hier ist wieder eine Matratze. Also, wo die ganzen Matratzen herkommen, würde mich ja schon interessieren. Aber, naja. Okay. Okay, da geht's Richtung Drache. Da müssen wir ja hin. Gucken wir uns einmal. Gibt's hier noch irgendwas? Ich gucke mich immer gern ein bisschen gründlich um, wer weiß ja nie. So, wahrscheinlich müssen wir hier zu einer Nische, wahrscheinlich dem Bett ausweichen. Ja, das ist typisch Adventure. Ich würde gerne auf das Bett draufspringen, aber ich glaube, das tötet, ne? Mich würde trotzdem interessieren, was da passiert, wenn wir hier stehen bleiben. Nachdem ich aufgespießt worden war, machte ich ein Nickerchen und ließ den Zauberspiegel noch einen Abend auf seine Rettung warten. Okay, also typisch Sierra, wir können ganz normal sterben,
Ja, kennen wir schon. Wir können ganz normal sterben. Aber der Vorteil ist hier, wir müssen nicht speichern. Er speichert automatisch und wir können direkt immer vor dem gescheiterten Rätsel wieder anfangen. Das finde ich ganz okay. Okay. Danke. So, hier rein. Ich versuche jetzt mal nicht so oft zu sterben. Aber mich interessiert immer, was er so sagt und wie die damit handeln, wenn man stirbt. Deswegen... ja, da möchte ich jetzt eigentlich nicht direkt rüberlaufen. Hört er das? Klar hört er das. Ja, vor uns war ein Bett. Schnell rein. Okay, also Betten sind... Ich weiß nicht, ob das auf Dauer so ist, aber ich glaube mal, so Betten sind so ein bisschen die Sicherheit, um uns vor dem Drachen zu verstecken. Und... Wie wir gelernt haben... Ich war gerade auf... Ne, er redet nicht. Wenn wir gelernt haben, dürfen wir wahrscheinlich nicht auf die Knochen... Nein, so wie langsam wie der läuft, dürfen wir nicht auf die Knochen treten. Und ich möchte jetzt nicht ausprobieren, was passiert, wenn ich drauf trete. Ich möchte euch... Ja, das Spiel zeigen und nicht nur, wie man... Okay, jetzt habe ich mich gerade selber ein bisschen erschrocken. Die Füße gucken raus. Blickt er das? Aber der Drache ist richtig cool gemacht. Richtig cool gemacht. Also ich bin von dem Spiel echt beeindruckt. Ich liebe solche Spiele. Meistens ja Point-and-Click-Adventure. Ich nehme an, wir laufen nicht direkt auf den Drachen drauf zu. Nee, wir gehen lieber mal hier hoch. Vielleicht können wir den von oben irgendwie... Wer auch immer diese Falle entworfen hatte, hielt sich wohl für sehr schlau, aber ich fand sofort einen Weg, den Schalter zu treffen. Okay, wir müssen den Schalter da drüben treffen. Wie fand der sofort einen Weg? Hier geht's weit. Ah, guck mal, hier ist ein Bogen. Wahrscheinlich dann mit dem Bogen nehme ich mal stark an. Ja, pack's an, Junge. Wir schaffen das. Ein bisschen so ein Batman-Gürtel hat er um. Mit so Multifunktion. Ja, die Knochen nehmen wir als Pfeile. Ja, passt da. Okay, er spannt hier direkt an. Und da müssen wir hintreffen. Können wir irgendwas anderes noch abschießen? Nee, ne? Dann schießen wir mal direkt da drauf. Okay, haben wir den jetzt im Inventar? Nee. Auf dem Rücken hat er dann auch nicht. Wo ist. Hat er denn jetzt liegen lassen? Okay. Wahrscheinlich brauchen wir ihn nicht mehr. Aber was ich gerade sagen wollte, die Musik bei so gewissen Situationen fand ich bei King's Quest schon immer geil. Und ich. Okay. Können wir hier runterfallen? Nee, die senkt sich einfach nur. Okay. Gehen wir mal weiter. Der Spiegel rief nach mir. So, was haben wir denn hier jetzt? Da hängt jemand dran. Da können wir hoch. Okay, mehr können wir hier aber auch nicht machen. Was passiert hier? Eine Fütterungsvorrichtung sollte das Untier und vermutlich auch den Besitzer am Leben halten. Ah, okay. Da nimmt Steak und bringt den runter. Warum ist hier... Warte. Warte, wenn ich jetzt hier... Dann wahrscheinlich da hoch. Ah! Ich würde gerne noch die Glocke ausprobieren, weil ich würde gerne wissen, was die kann. Okay. Dann probiere ich jetzt einfach mal die Glocke aus. Glöckchen, Klingeling. Ach so! Fängt er dann an zu fressen? Das ist so die Essensglocke? Okay, er fängt... Okay.
Das heißt, in der Zeit, wo der frisst, müssen wir wahrscheinlich... Okay, er frisst jetzt. Das heißt, jetzt wieder hoch. Da hoch. Dann ist er wahrscheinlich abgelenkt von und wir können uns da ranschleichen, hoffe ich mal. Oder auch nicht. Ah! Wechselt das, die Plattform immer die... Warte mal, das probiere ich jetzt aus. Wenn ich jetzt nochmal hochlasse, kommt es dann bei dem Knochenhaufen raus. Und beim nächsten Mal kommt es dann davon raus. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob ihr mir jetzt folgen könnt. Wir lassen jetzt das Fleisch runter, da hinten am Knochenhaufen, hoffe ich. Genau. So, jetzt lassen wir die läuten. Dann müsste der Drache sich ja dahin bewegen, oder? Er hat sich hinteleportiert. Er hat sich einfach hinteleportiert. Jetzt nochmal auslösen. Und dann draufsteigen, dann kommen wir nämlich vorne raus und können... Das sind nämlich auch keine Knochen. Hahaha. Und dann können wir einfach ganz easy den Spiegel schnippitzen. Ja, Mann. Renn. Renn. Renn, 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 renn. Zack. Easiest game of my life. Die Frage ist, was der Zauberspiegel kann. Er kann uns eine Krone zaubern. Oh oh. Oh oh. Okay, wir sind weg und wir haben den... Okay. Ich renne einfach mal. Lala, oh, da lang. Jetzt bricht natürlich die... Oh, fuck. Okay, ich kann den da rüber. Okay, ich dachte schon, ich habe es nicht geschafft, aber ich habe es wohl doch geschafft. Können wir hier irgendwie lenken? Okay, alles klar. Betten abschießen. Kommt hier noch irgendwo ein Bett? Da ist eins. Zack. Alles ja. Sehr cool gemacht, muss ich sagen. Hat so ein bisschen so Tomb Raider-Style. Da sind auch mal so... Oh, D. Okay. D, nochmal D. Okay, nur einmal. A. Oh Gott, S. Okay, ich liebe ja... Okay, jetzt wieder Bogen, 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 Bogen. Bogen nimmt er automatisch raus, das ist schon mal nicht schlecht. Und er trifft auch. Easy. Sehr cool gemacht. Okay, W. Ich liebe solche Events, die einfach so ein bisschen mit Action-Button oder so fungieren. Total cool. So, jetzt sind wir wahrscheinlich. Musik wird ruhiger. Ich halte mal ein bisschen meine Fresse, wenn gerade nichts ist. Aber der Schein trügt wahrscheinlich. Okay, hier kommt wieder ein Bett. Zack, weg damit. Noch ein Bett. Da ist noch ein Bett. Okay. Also da unten steht Leertaste, aber ich habe gerade instinktiv einfach die linke Maustaste benutzt. Wir können auch mit linker Maustaste schießen. Und nun? Laufen! Laufen. Einfach laufen. Okay, da lang laufen. Da lang laufen. Da lang laufen. Dann oben ein bisschen gucken, wie die Betten fallen, um den ein bisschen auszuweichen. Okay, ich glaube, ich habe es geschafft. Puh. Okay. Da ich nun den Zauberspiegel bei mir trug, träumte ich davon, zu welchem Königreich Daventry werden könnte. Wir sind jetzt hier wieder am Ausgang. Frage ist es, ob das schon das komplette erste Kapitel war. Ich weiß es halt nicht, wie lang das erste Kapitel ist. Aber wir gehen jetzt hier einfach mal raus. Oh oh. Ich hatte nun drei Möglichkeiten. Jede davon würde mich in Sicherheit bringen. Und alle hatten weitreichende Konsequenzen. Okay. Also ich habe drei Möglichkeiten. Okay.
Ich habe das Zahn, das Rad hier, ich habe das Auge und ich habe die Glocke. Die Frage ist, ich weiß gar nicht, ob ich so viel Zeit habe, das zu überlegen. Also, das Spiel hat angekündigt, es hat weitreichende, Dingenskirchen. Also, das Spiel hat angekündigt, dass... Upsala, jetzt habe ich mich erschreckt. Von diesem Satz. Und dann? Das Spiel hat angekündigt, dass diese Entscheidungen auch in den nächsten Kapiteln andere Geschichten hervorrufen, also andere Situationen hervorrufen soll, ist aber noch nicht bewiesen. Deswegen überlege ich mir gerade stark, was ich mache. Aber ich glaube, ich werde die Glocke abschießen. Ich werde einfach mal die Glocke abschießen. Der Drache ist bestimmt nur ungestüm. Ich hatte nur drei Möglichkeiten. Jede davon würde mich in Sicherheit bringen. Und alle hatten weitreichende Konsequenzen. Ich möchte ihm nicht unbedingt das andere Auge auch noch wegschießen. Da oben weiß ich nicht, was passiert. Vielleicht kommt er frei. Ich schieße jetzt einfach mal auf die Glocke. Er dreht sich um zum Essen. Okay. Meine Hände zitterten und ich konnte das Seil kaum greifen. Aber mit letzter Kraft kletterte ich aus dem Brunnen und machte mich auf den Rückweg zum Schloss. Seit der Zauberspiegel wieder da ist, hat er unser Königreich vor Gefahren gewarnt und unsere Familie beschützt. Und er hat außerdem zahlreiche Krümel in meinem Bart aufgezeigt. Ja, ja, ja. Und König Edward war so froh, dass du seinen Schatz zurückgebracht hast, dass er dich zum König krönte. Den Teil kennt doch jeder. So, zurück zum Drachen. Gwendolyn, es steckt so viel mehr in den Geschichten als Drachen. Ich hoffe, dieser Hut wird nicht nur als zerfledderter Stoff in Erinnerung bleiben, denn seine Nähte verbergen jede Menge Abenteuer. Also gut, dann zurück zum Drachen. Sag mir alles. Wie wusstest du, dass ihn ein Schuss auf die Glocke ablenkt? Mit den Jahren erkannte ich, dass der Drache nicht das scheußliche Untier war, zu dem ihn Daventry gemacht hatte. Er war nur ein eingesperrtes Tier, das Hunger hatte. Ich wäre auch wütend, wenn ich nur dann essen könnte, wenn mein Besitzer eine Glocke läutet. Ich wusste, dass es ein gemeiner Trick war, aber ich wollte bestimmt keinen Drachen auf die Stadt loslassen oder ihn weiter quälen. Das war echt schlau von dir, Opa. Ich hätte ihn auch reingelegt. Zu Hause nennen mich alle Gwendolyn Schlaumeier. Dein Stammbaum weist viele große Denker auf und einen überaus schlauen Zahnarzt. So, ihr beide. Großvater braucht Schlaf. Und Gwendolyn, du solltest längst im Bett sein. Gute Nacht, Opa. Bis morgen. Ich komme wieder. Ich brauche keinen Schlaf. Ich bin agil wie eh und je. Ich hätte aber nichts gegen etwas Zauberfrucht. Okay, das war jetzt die, ich sag mal, die Gegenwart, wo der Opa der Gwendolyn die Geschichten erzählt, die wir sozusagen nachspielen. Okay, ich bin mal weiterhin ruhig. Ich glaube, es geht jetzt gleich weiter. Hallo, Cousine. Gart. Schön, dass du endlich da bist. Er fragt schon seit Tagen nach dir. Eine Geschichte hat er mir 5-mal erzählt. Wir kamen so schnell wir konnten. Und ich mag Opas Geschichten. Besonders die mit den Drachen. Ach ja, die legendäre Bestie, die er mit ihrer Essensglocke reingelegt hat.
Ich weiß nicht, ob er vergisst, dass ich die Geschichte kenne oder ob sie ihm egal ist. Aber er erzählt sie jedem, der zuhört. Sogar die Kindermädchen machen sich über seine Geschichten lustig. Hast du mitbekommen, was die Ärzte sagen? Ja, die Ärzte, Magier, Zauberelfen. Großvater geht's gut, Gwendolyn. Sie sagen alle dasselbe. Er ist eben alt. Er hat noch ein paar gute Jahre vor sich. Schau, wir freuen uns, dass ihr hergekommen seid, aber es gibt rein gar keinen Grund zur Sorge. Du solltest jetzt schlafen. Ich wette, Großvater hat morgen ein paar haarsträubende Geschichten für dich parat. Ah, außerdem steht ja morgen das Turnier an. Ach ja, das Fechtturnier. Das wird toll. Ich bin natürlich der Favorit und ich sorge dafür, dass du den besten Platz hast, um meinen Sieg zu sehen. Der Hof wird voller wichtiger Leute sein und es gibt köstliche Hors d'oeuvre. Oh, ich mache selbst auch beim Turnier mit. Ich wusste gar nicht, dass es auch ein Kinderturnier gibt. Das ist ja toll. In dem Fall werde ich dir natürlich zujubeln und dabei ein paar von den Leckerbissen naschen. Nein, kein Kinderturnier. Ich trete morgen gegen dich an. Verstehe. Dann lässt du dir also nicht mehr nur Geschichten erzählen, sondern willst endlich selber welche schreiben. Gute Nacht, Gwendolyn. Schlaf gut. Komm rein, Gwendolyn. Die kannst du auf den Nachttisch stellen. Oma sagt, du sollst je 3 Löffel nehmen. Später. Es gibt keinen Grund, einen solchen Wirbel um mich zu machen. Reden wir zuerst über wichtigere Dinge. Zum Beispiel dieses Fechtturnier. Du machst da mit? Ich bin angemeldet, aber ich weiß nicht recht. Papalapap, falls du wegen Gard Sorgen hast, nicht nötig. Eigentlich weiß ich überhaupt nur, dass du dabei bist, weil er sich beklagt hat. Er fühlt sich wohl bedroht. Es gibt viele Wege, im Duell zu siegen. Ich zum Beispiel setzte stets auf